Endlich geht es los, ein Monat durch Skandinavien. Ein genaues Ziel haben wir nicht, wir fahren einfach der Sonne hinterher. Die erste Woche verbringen wir in Schweden. Mit Pilze suchen, Stand-up-Paddeln auf dem See und Lagerfeuernächten. Wir treffen uns mit unseren Freunden und nehmen euch mit auf unsere Reise Richtung Norden. Wir nehmen den Landweg und kommen in Kopenhagen vorbei, wo wir uns nur kurz die Beine vertreten und nicht verstreiten. Nach dem Essen fahren wir noch ein paar Stunden Richtung Stockarit an den Ruskensee, wo wir die erste Nacht verbringen werden. Bevor wir ein Lagerfeuer machen, checken wir die App Brandrisk Ute nach dem Risiko. Doch da es hier die letzte Woche viel geregnet hat und alles nass ist, ist das sehr gering und wir können beruhigt ein Lagerfeuer machen. Guten Morgen. Guten Morgen aus Schweden. Wir haben die erste Nacht hier verbracht. Es ist kuschelig warm. Wir hatten 13 Grad. Wir haben nicht gefroren. Oder? Du? Nee. Ja, wir sind jetzt unterhalb von Stockholm noch und dachten nicht, dass wir so einen schönen Platz finden, aber es ist mega cool. Ja, heute geht's weiter Richtung Norden. Mal schauen, wo wir landen. Das Einzige, was Schweden nicht so gut kann, ist Brot. Deshalb habe ich vor Abfahrt noch schnell ein Brot gebacken. Und das wird jetzt verzehrt. Hey. Während dem Frühstück haben wir neben dem Van ein paar Pilze entdeckt, weshalb wir unbedingt noch mehr suchen gehen wollten. Ich kann reingehen. Was hast du denn? Ich habe einen Steinpilz gefunden, der ist schon wieder drin. Und hier ein Pfefferling und dann noch ein Pfefferling. Steinpilz, Pfefferling. Ganz viele Pfifferlinge, den ganzen Kreis voll. Es gibt auf jeden Fall eine leckere Mahlzeit. Eine große Mahlzeit vor allem. Oh ja, oder zwei. Das ist eine gnadenlose Überforderung. Wahnsinn. Da kommt ein Häschen aus dem Wald. Was bringst du mir denn mit? Ein Korb voller Pfifferlinge. Beim Sammeln und Verzehren der Pilze ist es ganz wichtig, sich gut damit auszukennen. Da ich früher viel mit meinem Papa im Wald Pilze sammeln war, kenne ich mich hier gut aus und wir können bedenkenlos die Pilze essen. So, Matthias macht jetzt die Pfifferlinge sauber. Für unser Festmahl später. Lecker, lecker, lecker. Es sind so viele. Wir haben schon zwei Tage verpasst. Zum Mittagessen gibt es dann das Festmahl. Gemeinsam mit Zwiebeln angebratene Pfifferlinge in leckerer Soße zu Spaghetti. Weiter geht die Reise Richtung Norden, an einen wunderschönen Stellplatz direkt am See. Wir haben nur die dicken Sachen an, weil es so windig ist. Vorhin waren wir hier im T-Shirt, aber der Wind ist so scheiß kalt. Mann. Nachdem wir eine Runde gearbeitet haben, habe ich einen Teig für Stockbrot gemacht, welches wir dann am Abend über dem Lagerfeuer gebacken haben. Am nächsten Tag haben wir was ganz Besonderes vor. Wir sind mit unseren Freunden Anne und Alex verabredet, deren Weg Richtung Süden sich mit unserem kreuzt. Auch Milo hat sich sehr gefreut, uns wieder zu sehen. Das wird gleich richtig geil, Marvin. Brauchen wir nicht. Na, Anni, was machen wir? Wir gehen jetzt auf Stand-up Paddle. Ich war noch nie auf dem Stand-up Paddle gestanden, aber
Ich habe das noch nie getan und von daher bin ich davon überzeugt, dass ich es schaffen werde. Lichter. Es war die Nacht vom 16. nach dem 17. August. Es ist noch gar nicht so richtig 100% dunkel geworden, also es war immer noch so ein ganz, ganz, ganz leichter Glow am Himmel. Aber wir haben die ersten Nordlichter gesehen. Wenn es ganz dunkel gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich noch stärker. Aber naja, auf jeden Fall soll heute Nacht wieder schönes Wetter werden und die Aktivität recht hoch sein. Deshalb suchen wir uns heute einen schöneren Stellplatz und vielleicht schauen wir dann nochmal. Was gibt's jetzt? Frühstück und Kaffee, hoffe ich doch. Kaffee. Hallo? Morgen. Ein schönstes Wetter. Genau richtig für den Kaffee. Geil. Angekommen an einem neuen Stellplatz, koche ich uns erstmal eine vegetarische Moussaka. Dazu koche ich das Veggie-Hack in Tomatensauce, lege die Form mit Kartoffelscheiben, Zucchini-Scheiben und Schafskäse aus und fülle es mit der Tomatenmischung. Reibe Käse drüber und nach ca. 30 Minuten backen sollte es dann fertig sein. Mittlerweile nur noch ganz wenig vom Polarkreis entfernt. Wir haben hier ein wunderschönes Plätzchen gefunden. Hier mit einer Feuerstelle direkt am See. Der Himmel bleibt hoffentlich frei und da ist Norden. Und wenn wir Glück haben, dann sehen wir heute Nacht noch die Nordlichter. Und ich habe tatsächlich von zu Hause meinen Roggensauerteig mitgenommen und werde jetzt mal ein Brot backen, wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, mit Feuerstelle. Ja, den habe ich vorhin gefüttert, der ist ein bisschen aufgegangen und jetzt mache ich einen Teig und hoffe, dass heute Abend der Teig so weit aufgegangen ist, dass wir hier ein Brot backen können. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Mehl dazu. Wie viel? Oh, keine Ahnung, nach Gefühl. Lass das nochmal eine Runde quellen. Ich lasse den jetzt noch mal eine halbe Stunde ruhen und dann packe ich noch anderes Mehl und das Salz dazu und dann hoffe ich, dass der bis heute Abend gegangen ist, sodass wir dann Brot machen können. In der Zwischenzeit machen wir hier noch Holz. Hier ist die Feuerstelle, räumen Kalli auf und dann können wir auch ein bisschen schöne Videos noch machen und Bilder natürlich. Das Gemisch aus Sauerteig, Wasser und ein bisschen Mehl ist jetzt soweit nochmal gut gegangen. Jetzt kommt noch mehr Mehl da rein und noch Salz und werde jetzt nochmal einen richtig schönen fertigen Teig machen und hoffe, dass dann in ein paar Stunden der Teig fertig ist, also fertig gegangen ist, dass wir ihn dann über dem Feuer backen können. So, der Sauerteig und das Mehl, das ich davor genommen habe, war nur Roggenmehl und jetzt habe ich noch Weizenmehl dazu gemacht und also ein Weizen-Roggen-Mischbrot.
Mittlerweile habe ich den Teig hier in die Form gegeben und der muss jetzt noch eine Weile gehen, aber das kann er dann schon mal in der Form machen. Und ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus, aber ein bisschen braucht er noch. She has thrown away the map. I know she liked to think it never ends. But she won't know, so let her roll while she can. Also ich hatte das in der Frontscheibe stehen, weil da die Sonne drauf knallt und windgeschützt ist, und habe gehofft, dass es dadurch dann warm ist. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Ich glaube schon, dass es ein bisschen gegangen ist. Nicht arg, aber wir haben das Feuer jetzt angemacht und von daher stellen wir es jetzt schon mal neben das Feuer. So, wir gucken jetzt mal nach dem Zwischenstand, ob sich hier was tut. Oh, das sieht aber schon ganz gut aus. Das reißt sogar richtig auf. Während das Brot auf dem Lagerfeuer vor sich hinbackt, erleben wir am See ganz alleine einen wunderschönen Sonnenuntergang. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Als der Wind vollständig nachgelassen hat, habe ich das SUP nochmal ausgepackt und bin eine Runde paddeln gegangen. Ich habe mich gefühlt, als würde ich auf einem Spiegel paddeln. Weil jetzt zeigt sich, ob es wirklich geklappt hat und durch ist. Also mal sehen. Sieht gut aus. Richtig lecker. Süßes kleines Stück Brot. Während dem Frühstück war uns noch nicht bewusst, dass das unser letzter Tag in Schweden war. Schon am Abend werden wir über die Grenze Richtung Norwegen fahren. Was hast du vor? Ich will jetzt hier den Kalten sehen. Du willst? Ha? Nee, ich will nicht. Ja, ich will schon. Ich will es probieren. Wir hatten eine traumhafte Woche in Schweden und freuen uns jetzt auf Norwegen mit vielen Wanderungen, Übernachtungen im Zelt und hoffentlich Nordlichtern.